Was ist los mit dir, alter Mann? Du musst doch wissen, wie man Telegrafen repariert. Du arbeitest schon seit Jahren damit. Wenn Sie das für so einfach halten, warum machen Sie das dann nicht selbst? Das kommt hier rein und das hier. Dann wollen wir mal sehen. Der Draht steckt hier drin. Hey! Großvater, das kriegst du doch nie. Verschwinde hin. Hier! Kannst du nicht hören? Ich hab gesagt, du sollst verschwinden! Du elender Sohn einer! Und du beeil dich! Beeilen! Erst macht ihr alles kaputt und dann wollt ihr, dass ich es in 0, nichts repariere. Wie stellen Sie sich das vor? Auch wenn du es nicht verstehst, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn wir nicht bald aus diesem Land rauskommen, werden wir noch vor Hunger krepieren. Ihr seid doch so stark. Warum gehen Sie nicht einfach fort? Haben Sie Angst vor der Wüste? Das sind 100 Meilen Salz und einen einzigen Tropfen Wasser. Und wir wissen nicht, auf wen wir dort stoßen. Ob dort Unionstruppen sind oder die Schweine aus dem Norden. Also beeil dich! Ich gebe mir schon Mühe. Wenn du das blöde Ding nicht in Gang kriegst, dann... Das war's. Er läuft wieder. Er läuft wieder. Sagen Sie Martinez Bescheid. Martinez! Martinez! Wo ist Martinez? Was ist denn? Der Telegraph. Der Telegraph funktioniert wieder. Der alte Manuel hat ihn repariert. Er hat es wirklich hingekriegt. Jetzt können wir unsere Nachricht absetzen. Wir sind gerettet.
Gut, begleite mich. Der Krieg ist seit Monaten vorbei. Der Norden und der Süden haben inzwischen eine gemeinsame Flagge. Überall werden die Schäden beseitigt. Die Menschen genießen den Frieden und hoffen endlich auf Glück und Wohlstand in einem unabhängigen Land. Das war's schon. Wirklich? Der Krieg ist aus. Dieser verdammte Krieg ist aus. Die Metzeleien hören endlich auf. Der Krieg ist nicht aus. Wer kann ein Interesse haben, diesen Mann umzubringen? Der Telegraph ist auch hin. Verdammt. Irgendjemand scheint uns zu hassen. Er will, dass wir vom Rest des Landes abgeschnitten bleiben. Aber wir werden uns diesen Bastard greifen. Thank you.
Er hat den alten Mann in der Telegrafenstation erschossen und danach den Telegrafen demoliert. Ich glaube nicht, dass er ihn umgebracht haben kann, Major. Wie kommen Sie denn darauf? Wer soll es sonst gewesen sein? Es ist ein Militärrevolver. Er hat einem Soldaten der Konföderation gehört. Er ist nicht mal geladen. War es nicht heute einer Ihrer Männer, der ihn bewachen sollte? Er ist tot. Er hat ein Messer in seinem Rücken. Der macht's nicht mehr lange. Wie sollen wir den ausstehenden Sold bekommen, wenn der Kerl stirbt? Ohne Gold sind die Jungs in der Truppe ziemlich schwer zu bändigen, wie Sie wissen. Früher oder später wird hier Verstärkung eintreffen und Sie werden all das bekommen, was Ihnen noch zusteht. Ich hoffe, dass es schnell geschieht, Major, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich habe nicht vor, mein Wort zu brechen, Martinez. Mein junger Freund, muss man dir immer erst ein Bein stellen, wenn man mit dir reden will? Warst du gerade auf dem Weg zu deiner Schwester? Richt dir aus, dass ich nachher mit ihr was zu besprechen habe. Soldat Scott. Sie begleiten mich. Die anderen beziehen wieder ihre Posten und warten. Und ein bisschen Tempo, ja? Genau hier haben wir ihn zurückgelassen. Ich bin mir völlig sicher. Verdammt nochmal. Die Gegend absuchen. Wir müssen ihn finden. Ihr da in die Richtung, die anderen hier entlang. Er kann nicht weit gekommen sein. Hier sind Sie sicher, Fremder. Hier, bitte. Trinken Sie. Sie müssen keine Angst haben. Das ist nur Wasser. Danach fühlen Sie sich besser. Oh.
das ist mein Vater. Iss, mein Freund. Du musst Hunger haben. Hier bei Pedrito und mir bist du sicher. Sie haben wohl lange nichts gegessen. Du wirst dich doch bestimmt mal waschen wollen, amigo. Was ist denn mit dir, mein Freund? Wer bist du? Nenn mich einfach Django. Ich bin ein Ranger. Los, mach die Tür auf! Los! Los, warf dir den Kerl verstecken! Na los, brech die Tür auf! Ein Tod oder lebendig haben. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Na los, macht schon, Männer! Habt ihr gehört? Scheucht die Leute aus ihren Häusern! Irgendwo muss der Kerl noch stecken! Los, mach die Tür auf! Raus hier! Hier ist keiner, Major! Was? Sergeant Brooks! Aus dem Dorfplatz! Hier in das Haus! Alles raus hier! Sehen Sie im Steiner! Raus hier! Kommen Sie, bewegen Sie sich, Mann! Holen Sie alle raus! Das geht schneller! Hör auf zu heulen, auf den Platz, los! Hey, das gilt auch für dich, du Hure! Schlaf nicht ein! Ah, Vater! Dann verschwinde hier! Auf mit dir, Mädchen! Ihr zwei verschwindet, aber schnell! Auch nichts. Keiner darf in die Häuser zurück. Auf die Leiter, da hoch! Commander Brighton, sehen Sie in alle Gesichter! Mit den Leuten, die sollen verschwinden! Ich weiß nicht! La 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 la
Sammelt Ihre Waffen ein. Das sind bestimmt die Brüder, die unsere Kolonne überfallen haben. Wenn sie es waren, wo ist dann unser Gold? Hey, das ist ja ein Ranger. Der Mann ist nur verwundet. Wir nehmen ihn mit. Sie müssen leider hierbleiben. Sie werden überall gesucht. Ich muss hierbleiben, ja. In diesem Versteck. Muss ich das, ja? Wieso muss ich das? Ich habe in diesem Käfig gesteckt, oder? Was soll das? Warum sucht man mich? Wie lange bin ich schon in diesem Versteck? Wann hat man mich in den Käfig gesperrt? Vor 2 Tagen? Oder vor 3 Tagen? 4 Tagen? Früher noch. Wie viel früher? Vor einer Woche. Seit wann war ich gefangen? 2 Wochen. Mehr als das. Viel länger als 2 Wochen. Wie viel länger denn? Etwa 4 Wochen? 5? 6? Komm, Mädchen, sag es endlich. Wie lange bin ich schon hier? Ich weiß nicht. 6 Wochen vielleicht? Oder noch länger? 6. Also seit 6 Wochen zu Ende. Wieso zu Ende? Der Süden hat kapituliert, als ich mit den Unionstruppen hierher gekommen bin. Wir hatten den Auftrag, den letzten Widerstand der Südstaatenarmee niederzuschlagen. Damit ist der Krieg inzwischen seit 6 Wochen zu Ende. Ein wirklich schöner Junge. Es muss herrlich sein, so wunderbare Kinder zu haben. Obwohl es sehr gewagt ist, in diesen unsicheren Zeiten Kinder in die Welt zu setzen, finden Sie nicht auch? Es ist garantiert nicht immer einfach, seine Kinder zu beschützen. Denken Sie nur an all die Gefahren, die auf Sie lauern. Während ihr draußen arbeitet oder verrückte Fehler begeht. So wunderbare Kinder sollten in Frieden aufwachsen. Und spielen und lachen können. Doch dafür müsst ihr euch entscheiden, auf wessen Seite ihr steht. Jemand versteckt hier einen Gefangenen, der uns entflohen ist. Ihr wisst alle genau, wo er sich versteckt. Ich würde euch dringend raten, zu reden. Denn wer unsere Feinde beschützt, wird für uns selber zum Feind. Wollt ihr seinetwegen euer Leben opfern? Weg hier. Na, Süße. Was glotzt du so, hä? Wo ist das Getreide? Speicher.
Verschwinde hier, Junge! Im Weg. Hey Pedro! Bist du schon wieder eingeschlafen? Nun wach schon auf! Kein Schritt weiter. Runter mit den Waffen. Ihr könnt froh sein. Ich habe nicht vor, euch zu erschießen. Ihr wisst es wohl noch nicht. Wir haben wieder Frieden und das schon seit Wochen. Ihr kommt mit mir mit. Ich nehme euch gefangen und übergebe euch dem zuständigen Offizier eurer Einheit. Wenn ihr tut, was ich sage, dann wird euch nichts geschehen. Und wenn wir diese verdammte Hölle hier hinter uns haben, dann fallt ihr unter die Amnestie, die von der Regierung der Vereinigten Staaten erlassen wurde. Und jetzt bringt die Säcke zurück. Ich konnte nichts weiter tun. Es tut mir leid. Sie haben getan, was ein Mann tun kann. Vielen Dank. Shango! Das war wirklich gut. Das kann nur dieser wahnsinnige Ranger gewesen sein. Ein anderer bringt das nicht fertig. So wird es sein. Sie sehen ja mit eigenen Augen, was hier passiert ist. Wie ist es möglich, dass ein Mann gegen 6 andere kämpft und sie auch noch alle erledigt? Sie glauben ja gar nicht, wie mich das hier anwidert, Major. Schließlich wurden hier meine Landsleute massakriert. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, warum Sie nicht töten würden. Sie wollen das Gold für sich selbst haben. Reden Sie nicht so einen Unsinn, Martinez. Ich habe immerhin 6-mal auf den Ranger gefeuert. Vielleicht ist er ja schon tot und die Bauern verstecken seine Leiche vor uns. Es waren doch lange Zeit Ihre Männer, die den Krieg unbedingt wollten. Falls Sie vorhaben, die Mexikaner wieder in den Krieg reinzuziehen, dann vergessen Sie es. Meine Soldaten und ich warten schon zu lange auf das Gold, das uns Ihre Regierung versprochen hat.
Das ist so nicht vereinbart gewesen. Wirklich, Major. Sie stecken bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wenn die Yankees sie in die Hände kriegen, dann werden die sie hängen. Ist Ihnen das klar? Wenn die sie nicht erwischen, dann keine Tricks. Sie würden nicht weit kommen, denn wir kennen uns bestens aus im Land. Nur damit Sie klar sehen, ich habe keine Angst. Der Krieg ist vorbei, Fernandez. Ja, vielleicht ist er ja für die Nordstaaten und für die Südstaaten vorbei. Aber in diesem gottverlassenen Wüstenland ist der Krieg noch lange nicht zu Ende, Schenker. Aber nur, weil es die Konföderierten und die Freischärler in dieser Gegend noch nicht wissen. Und es ist meine Pflicht, es ihnen zu sagen. Diese Waffen müssen hier bleiben. Sie sind für die Bauern im Dorf gefährlich. Sie würden sofort von der Armee getötet werden. Ihr solltet besser darauf verzichten. Ich verstehe zwar nichts vom Krieg, aber ich weiß, wie mein Volk darüber denkt. Und inzwischen verstehe ich auch die Freischärler. Wenn du zu ihnen gehst und sagst, dass der Krieg aus ist, werden sie dir nicht glauben. Sie werden dich umbringen. Das Risiko gehe ich ein. Ich muss unbedingt mit dem Major sprechen. Es gibt keine andere Möglichkeit, den Kampf zu beenden. Und vergiss nicht, du darfst keine Waffen mehr rausrücken. Nicht ein Gewehr. Warum sollten wir kein Risiko eingehen? Das hier ist auch unser Kampf. Du kannst mir glauben, die Männer würden lieber sterben, als weiter wie Hunde behandelt zu werden. Wir müssen es ohne Gewalt versuchen. Wir müssen dafür sorgen, dass Tod und Zerstörung ein Ende haben, Fernandez. Gut, wie du willst, Django. Wenn es unbedingt sein muss, dann versuch dein Glück und rede mit dem Major. Aber es wird nicht leicht sein. Ich werde heute Abend zu Droster gehen. Dann dringe ich ungesehen in sein Hauptquartier ein und wenn er allein ist, rede ich mit ihm. Ihr müsst für mich herausfinden, wo seine Posten stehen. Ihr zwei da mitkommen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, niemand kommt hier ohne anzuklopfen rein, Major Droster, weil es denen sonst so geht wie ihren Getreidedieben, denen ich heute begegnet bin. 6 ihrer Leute mussten sterben, weil sie ihnen nicht die Wahrheit gesagt haben. Ich hoffe, sie werden nicht so dumm sein und ihrem Beispiel folgen wollen. Ich folge keinen Beispielen, sondern Befehlen, aber keinen, die von Ihnen kommen. Also, was wollen Sie hier? Der Krieg ist zu Ende. Aber das wissen Sie ja, Major Droster. Ich habe es Ihnen immer wieder gesagt, als Sie mich in dem Käfig gefangen gehalten haben. Aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jetzt sind Sie mein Gefangener. Wir haben hier auf eine Lieferung Gold gewartet, Schengo. Mich würde interessieren, wo es versteckt ist. Ich habe es nie gehabt. Tatsächlich, ja? Sie können es ruhig glauben, Major. Und dabei in den Lauf schauen? Sie haben also über 100 Meilen Wüste zurückgelegt, nur um uns mitzuteilen, dass der Krieg mit den Nordstaaten vorbei ist. Ja, und um versprengte Truppenteile wie Ihren davon zu überzeugen, den Widerstand aufzugeben. Na schön, dann muss ich mich jetzt wohl von Ihnen überzeugen lassen. Kein schlechter Coup, wirklich. Ein kompletter Truppenteil der Südstaatenarmee, noch verstärkt durch mexikanische Freischärler, wird durch einen einzigen texanischen Ranger gefangen genommen. Das ist wirklich eine Sensation. Soldaten töten oder Gefangene nehmen? Das ist alles vorbei. Ich will, dass Sie die Gegend verlassen.
Bevor Sie mich erschießen, werde ich mich Ihnen beugen. Geben Sie mir Ihr Wort als Offizier. Dann verzichte ich auf die Waffe. Ich gebe Ihnen mein Wort, Ranger. Nehmt ihn fest. In die Zelle mit ihm. Im Morgengrauen werden Sie sterben. Auch wenn Sie mich erschießen lassen, Major Droster. An den Tatsachen wird das nichts ändern. Los, vorwärts! Das geht schneller! Okay, führt ihn ab. Der Mann ist wahnsinnig. Er will einfach nicht einsehen, dass der Krieg vorbei ist. Ihr werdet alle draufgehen. Na komm, fass mit an. Du bist wirklich ein Trottel. Jetzt können wir diesen Kerl auch noch schleppen. Dann ist er schwer. Idioten haben den Ranger entkommen lassen. Dieser Hund darf uns nicht entwischen. Bewegt euch, sucht die Gegend ab. Worauf warten Sie noch? Ihr durchkämmt den Wald. Die anderen kommen mit mir. Was ist passiert? Die Armee durchkämmt die ganze Gegend. Sie sind hinter mir her. Gib mir dein Sombrero. Und dein Poncho. Besser, ihr arbeitet weiter. Geht schon. Er hat recht.
Sie kommen. Sag Fernandez Bescheid. Ich muss dringend mit ihm reden. Ja, gut. Alles durchsuchen, Jungs. Nicht. Das war einer von uns. Wo steckt er? Hier bin ich. Es ist, wie du gesagt hast, Fernandez. Sie wollen nicht begreifen, dass der Krieg zu Ende ist. Was eure Waffen hier betrifft, bleibt es wie abgesprochen. Ich möchte nicht, dass ihr euch in Gefahr begebt. Ich muss das erste Fort der Unionstruppen erreichen. Du musst bis zum nächsten Fort etwa mit 200 Meilen rechnen. Und du musst die Salzwüste durchqueren. Du brauchst das beste Pferd des Landes. Zu Fuß hast du keine Chance. Du musst wissen, dass du viel zu wichtig für uns bist, Django. Besorg mir bitte ein gutes Pferd. Ich muss unbedingt zu diesem Fort. Du musst bei uns bleiben. Wir brauchen dich hier. Wir versuchen es erstmal mit einem unserer Männer. Na schön. Los, los, nun lauf schon. Wir müssen den alten Säufer nach Hause bringen. Nun mach schon. Lauf! Der kommt immer besoffen nach Hause. Los, los, nun lauf! Lauf, du lahmes Vieh! Wird's bald! Ah, der Bauer da ist bestimmt auch besoffen, weil er diesen Weg hier nehmen will. Den werden wir mal ein bisschen hopp nehmen. Nicht stehen bleiben, hier geht's lang! Hey, Chico, hat dir noch keiner gesagt, dass man hier nicht durchkommt? Verpiss dich, aber schnell! Bist wohl auch voll, hä? Fernandez!
Hoffentlich schafft er es zum Fort. Wir suchen alles ab. Vielleicht ist er... Fernandez, sammel die Waffen ein. Beeil dich. Wir haben keine andere Wahl mehr. Gib ihnen allen eine Waffe. Allein schaffe ich es nicht. Mach es ihnen klar. Es wird kein leichter Kampf werden. Wir sind bereit. Ich bin sicher, dass wir es schaffen. Das müssen wir, Fernandez. Schaffen wir es nicht, erwischt es uns alle. Mich, dich und deine Freunde. Morgen Abend passiert es. In Ordnung. Mein Captain Martinez wünscht heute Abend Gesellschaft. Er möchte nicht allein sein. Scheißkerl. Schweinehund. Was ist mit dir, Consuelo? Es ist wegen Rosaria. Sie haben sie schon wieder von zu Hause abgeholt. Zu diesem Dreckskerl Martinez. Feiglinge, ihr dreckigen Hunde, ihr Mistkerle, ihr... Ihr Schweinehunde! Die Bauern sind bewaffnet! Alles absuchen und zwar ein bisschen flott!
Noch zwei Gewehre. Ich werde euch erschießen, und zwar eigenhändig. Sein Gewehr! Wir brauchen sein Gewehr! Geh in Deckung, Fernandes! Sieh dich vor! Ihre Idee mit den Schützen auf den Bäumen hat nicht funktioniert. Stattdessen sind meine besten Leute draufgegangen. Meine Geduld ist zu Ende. Das ist meine Methode. Jetzt passen Sie gut auf, wie man das macht. Damit bringen Sie diese verstockten Bauern auch nicht dazu, den Ranger auszuliefern. Vergessen Sie es. Ihr merkwürdigen Südstaatler, ihr habt schon immer wenig über die Raffinessen der Mexikaner gewusst. Ich würde sagen, wir haben nur wenig Vertrauen zu euch. Sie können gerne ihre eigenen Methoden haben, Martinez. Und ich habe weiterhin meine. Du da! Hat dich gemeint, mal los! Also pass auf, Schätzchen. Du bist kräftig und wirst jetzt die Männer suchen. Sie haben es vorgezogen, abzuhauen, statt ihre Frauen zu verteidigen. Sag ihnen, sie sollen den Ranger ausliefern. Lauf endlich, wenn du willst, dass die Frauen am Leben bleiben. Ich weiß doch nicht, wo sie sind. Es passiert keinem was. Wenn ich den Ranger bekomme. Und beeil dich, wenn du die Frauen retten möchtest. Und eure Väter. Mach dir keine Gedanken, ob du sie findest. Sie finden dich garantiert zuerst. Verschwinde! Na, lauf schon, Mädchen. Beeil dich. Bringt die Frauen in den Viehstall.
Legt euch. Nun macht schon. Wird's bald. Pamela, was ist passiert? Die Freischärler. Die Freischärler? Sie wollen die Frauen töten. Wir müssen sie zu Fernandez und zum Ranger bringen. Wir haben keine andere Wahl, Shango. Wir müssen dich an diese Freischärler ausliefern. Wir wussten, dass es gefährlich wird. Wir haben alle unser Leben aufs Spiel gesetzt. Aber das hier geht zu weit. Denkst du wirklich, dass wir stillhalten können, dass wir ruhig zusehen, wenn diese Verbrecher unsere Frauen und Töchter wie Vieh behandeln und brutal umbringen? Du kommst jetzt mit. Hol die Frauen. Jetzt passt gut auf. Ihr könnt gleich sehen, wie die da brennen. Diesen Anblick werdet ihr so schnell nicht vergessen. Zündet das Öl an! Jetzt seht ihr, wie schnell doch Schönheit dahin geht.
Mehr Öl für das Feuer! Martinez! Sie haben uns gezwungen, diesen Mann an Sie auszuliefern. Halten Sie Ihr Wort und lassen Sie die Frauen gehen. Wir müssen erst mal sehen, wen Sie uns da wirklich bringen. Holt ihn her! Du Feigling! Komm raus! Wo steckst du? Sei ein Mann! Komm raus und kämpf mit mir, Schengo! Wo versteckst du dich? Hier bin ich doch, Martinez. Direkt hinter dir, dreh dich um. Worauf wartest du? Die Südstaatler ziehen ab! Es ist vorbei! Der Krieg ist zu Ende! Der Krieg ist aus, Leute! Wir sind wieder frei! Hey, Schengo! Fernandez! Wir sind endlich frei! Die Armee verlässt unser Land! Endlich ist es soweit! Sie verlassen das Land! Was hast du gesehen? Die Südstaatler! Sie haben ihre Wagen vollgeladen und verschwinden! Es ist wahr. Wohin ziehen Sie? Sie wollen durch die Wüste. In diese Richtung. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
Das kann doch nicht wahr sein. Wir können jetzt doch. Das ist ein verdammter Trick. Du musst sie aufhalten, Fernandes. Dafür ist es zu spät. Warum auch? Weißt du das denn wirklich nicht? Das ist nur ein Trick. Hey, bleibt hier. Wo wollt ihr denn hin? Seid ihr verrückt? Du musst sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Tut mir leid. Die sind völlig verrückt. Du musst sie verstehen. Dieses Scheißgewehr, nie wieder! Hör auf, das brauchst du noch! Ich grüße dich, mein Freund. Heute brauchst du keine Waffen. Heute wird gefeiert. Von jetzt an wird dieser Ort unter dem Befehl der konföderierten Armeen stehen.
Und wer unseren Gesetzen zuwiderhandelt, wird mit dem Tode bestraft. Haben wir uns verstanden? Komm, beweg dich hierher, Ranger. Du darfst die Nummer eins sein. Als das abschreckende Beispiel für alle anderen. Nein, du bleibst schön hier, Junge. Seid ihr wahnsinnig? Lasst mich gehen. Nein. Die werden euch alle erschießen. Lasst mich hier durch. Ich muss hier durch, Leute. Der Mann ist zu allem fähig. Das wird ein Blutbad geben. Liefert mir den Mann aus. Er ist mein Gefangener. Ich sag es zum letzten Mal, Leute. Liefert mir den Mann aus. Wenn nicht, eröffne meine Soldaten in 10 Sekunden das Feuer. Lasst mich durch, sonst werdet ihr alle erschossen. Lasst mich gehen. Nein! Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und 10! Feuer! Feuer! Ha ha ha!
Sagt allen, dass es vorbei ist. Ihr könnt die Toten unter die Erde bringen.